wir sind heute in Gato. Wir machen einen Drohnen-Workshop teamintern für Sophie. Hier haben wir richtig viel Platz, hier kann nicht so viel passieren und ich habe das Gefühl, dass das ein richtig guter Tag wird. Von dem Workshop heute erhoffe ich mir, dass ich danach zumindest das Gefühl habe, ich kriege sie in die Luft und sicher wieder auf den Boden. Wir haben ja angefangen hier mit quasi einer theoretischen Einführung, damit ich überhaupt mal weiß, was ist hier das Technische an der Drohne, wie kann ich das dann manuell oder ja, wie kann ich das allgemein dann handeln, damit man einfach, also ich glaube, anders bringt es ja gar nichts. Also da ist Learning by Doing ein bisschen schwieriger am Anfang, deswegen bin ich froh, dass ich da so einen theoretischen Input hatte und dann ja nach ein bisschen Erklärung in die Luft abheben konnte. Zum ersten Mal geflogen, 20 Minuten lang hat Sophie mit der Drohne in der Luft sich ein bisschen ausprobiert und wir haben schon die Return-to-Home-Funktion ausprobiert, wir haben schon ein automatisches Flugmanöver ausprobiert und ich habe das Gefühl, dass Sophie da schon ganz gut mit klarkommt und jetzt haben wir noch 2 Akkuladungen vor uns, die wir verbraten können und das heißt, es sind noch mal ungefähr 40 Minuten Flugzeit und da kann Sophie jetzt noch mal richtig schöne Bilder machen hier. Mein erster Drohnenflug heute war unglaublich spannend. Also ich muss sagen, ich hatte richtig Respekt davor, dass der irgendwie einen Baum kracht oder einfach abschmiert. Aber das hat alles echt gut geklappt. Das ist natürlich ja, noch neu zu bedienen. Aber wenn man dann sieht, dass man so 120 Meter über der Erde ist und dann den Ausblick hat, den man sonst nicht hat, das ist schon sehr, sehr cool.